Ja, okay, also man sieht halt die ganze Zeit die Situation, wo Mia uns angegriffen hat, dass sie halt hier nochmal klar dargestellt unter der Kontrolle von Evelyn stand. Sollen wir jetzt überhaupt hin? Gehen wir jetzt raus? Vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Scheiße! Geh nach Hause! Oh Mann! Wurden wir jetzt, haben wir jetzt tatsächlich Damage erhalten? Irgendwie? Oder. Oh shit. Oh. 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 Oh, guck da lieber nochmal in den Kühlschrank. Aber Gott sei Dank. Na sag mal, der Müll ist. Ein bisschen vom Müll ist weggeräumt worden, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Vorher lag da noch mehr Müll. Mann. Hey, Evi. Bleib weg! Oh. Nein, nein. Oh, shit. Das haben wir wirklich Damage gekriegt. Aha. Mich in Ruhe. Nein. Los, ranrennen. Oh Mann! Mann, alle 11 Minuten! Warum hast du mich alle? Tut weh! Oh Gott! Mehr in Haut. Oh, Scheiße. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ja, ganz schau. Ganz schau. Laden. Und super. Du bist ein kleiner Junge. Ach, Scheiße. Muss man nachladen. Ich wollte nur eine Familie. Ja.
hier noch ein Telefonat irgendwie. So, kein Problem. Was ist das? Ja, eine Pistole. Schluss mit den Spielchen. Oh, lieber. Und so zerbröselt der Keks. Das war Evelyn. Und natürlich werden wir Hubschrauber rausgeholt. Wie es sich von Resident Evil gehört. Ne? Wer bist du? Hank? Guten Tag. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Redfield? Chris Redfield? Nein. Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Ja, also ja. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür.
Boah, Leute, was ein Ende, oder? Was für eine Endsequenz. Ich habe mindestens 10.000 Fragen. Also, Redfield. Reden wir hier wirklich von Chris Redfield, den Helden aus Teil 1, Teil 5 und Teil 6, in Anführungsstrichen? Erstmal sah er überhaupt ja nicht aus, so wie man kennt. Also gut, es muss jetzt nicht dieses gigantische Kraftpaket aus Teil 5 sein, so, aber so, also er sah jetzt auch nicht aus wie aus Teil 1 irgendwie. Denn wurden wir evakuiert mit einem Helikopter, auf dem das Umbrella-Logo war? Umbrella, der Konzern, der eigentlich alles erst ins Rollen gebracht hat. Diese komplette T-Virus-Geschichte, diesen ganzen Zombie-Outbreak. Ist Chris jetzt irgendwie bei Umbrella? Ist das jetzt nur ein Fake? Wahnsinn, ist das ja nicht Chris Redfield irgendwie? Werden wir jetzt wohin gebracht, eventuell? Für weitere Experimente missbraucht? Wer weiß, irgendwie. Wenn ihr Theorien habt, irgendwie, wenn ihr Ideen habt, haut's unten in die Kommentare rein. Irgendwie, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin absolut geflasht von diesem Spiel. Also, es war top inszeniert, es war ein bisschen geradlinig irgendwie, aber es war fantastisch, es hat mich mitgenommen, es war atmosphärisch, der Sound war super, es hat mich mehr als einmal wirklich bekommen irgendwie, dass ich wirklich zusammengezockt sein bin, ihr habt es gesehen, und ja, wow, also sogar noch so ein kleiner Story-Twist zum Schluss. Fett. Ich sehe gerade, da steht Chris Redfield. Ha! Jetzt sagt mal selber. Ja, also. Leute, mir hat es viel, viel, viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen irgendwie. Euch hat es hoffentlich genauso viel Spaß gemacht, zuzugucken. Und ich würde mich wirklich mehr als freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder mit einschaltet, irgendwie beim nächsten Spiel wieder mit dabei seid. Und ja, wir sehen uns. Ciao. Go tell everyone.